Juhu, Banished-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Banished Angezockt. So, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass ich mich gewundert habe, wo meine Ressourcen hin verschwinden. Aber ja, natürlich, ich habe ja schließlich die Mine gestartet. Das ist so das nächste Bauprojekt. Und wenn sie dann erstmal nur in der Ecke liegt und nichts tut. Aber das war etwas, das sehr wichtig war für mich. Allein nicht um, ich weiß nicht, ob wir da Steine herkriegen oder Eisen. Ich weiß nicht, ich hoffe, wir kriegen Eisen daher. Wahrscheinlich müssen wir da... Ja genau, Eisen und Kohle kann er. Und Steine kann man aus dem Boden holen. Ja, dann machen wir erstmal schön Eisen und Kohle. Oh, und die Felder sehen ja gut bestellt aus. Später Frühling und hier sind wir schon bei 46%. Ja. Da wird aufgebaut. Hier muss noch ein bisschen removed werden. Muss unser Laborer sich nochmal irgendwann drum kümmern. Aber das ist jetzt auch sowieso nicht so wichtig, weil wir eh niemanden einstellen könnten für das Feld. Ja, und hier würde ich dann halt das Dorf weiter wachsen lassen in die Richtung. Ne? Dass man das hier noch ein bisschen so drumherum wachsen lässt. Ist doch schön, wenn auch mitten im Dorf eine Obstplantage ist. Könnte ich mir ganz hübsch vorstellen. Wir haben das jetzt nicht sehr metrisch alles gemacht, aber wie wächst schon mal ein mittelalterliches Dorf symmetrisch? Also, ne? Weil ich bin schon beeindruckt, Prinz Psycho plant das immer perfekt mit dem, wie das aussehen soll und wo alles hin soll. Und ich immer mehr so... Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Lalalala. So, wenn wir schon dabei sind, das da unten kann auch alles weg. Ist ganz schön kahl dann. Hier ist mal so ein bisschen partiell. Das ist nicht ganz so extrem. Ja, und was anderes als vorspulen bleibt uns jetzt gar nicht übrig. Was? Child named Jasmine was born? Jasmine was born? Und Solison has become a student. Also langsam werden jetzt auch alle alt genug, dass wir vielleicht ein neues Haus brauchen. Ich weiß nicht, wie voll das da wird. Wir haben Kinder, haben wir genügend Leute im gebärfreudigen Alter, sage ich mal so schön. Ja, wir haben genügend Leute in einem Alter, da könnten sie zusammenziehen und selber schon Kinder machen. Dann fange ich doch mal an, die Häuser hier so ein bisschen zu setzen. Da kann eins, hier müssten wir den Weg removen. Auf Stopp drücken. Der Weg sollte weg. Der ist zu viel. Nämlich ein Haus mehr pro Jahr würde eigentlich so in etwa mit der Population übereinstimmen. Habe ich so das Gefühl. Stoppen wir mal kurz das Bauvorhaben. Das ist wichtiger. 8 Steine, 16 Holz sollte nicht so das Problem sein. Und vorspulen! Gucken wir nämlich mal, dass wir hier die höchste Priorität zuordnen. Höchste Prio. Was haben wir hier unten? Malros und Caroline sind auch noch Studenten geworden, weil wenn sie in einem Alter von Studenten sind, dann sind sie auch im Alter von... Steht ihr? Ja, unglaublich, oder? So, das Holz ist schon da. Das mit der Priorität ist echt super. Gut, dass ich das gefunden habe, ey. Habe ich in einem, also bei einem eigenen Playthrough, in Anführungsstrichen, bei einer eigenen Stadt, die ich mal so privat vor mich hingedüdelt habe, entdeckt und war total entzückt. Entzückt! Ich bin entzückt! Also unser einer Laborer muss jetzt zum Builder werden, damit hier überhaupt nochmal irgendwas geschissen kommt. Und das Haus fertig wird. Wir haben auch genügend Feuerholz, ja. Ich sollte vielleicht mal das Limit vom Feuerholz... Das ist voll... Feuerholz ist bei 300 und das ist eigentlich genau das richtige Limit. Und... Und... A child named Richelle was born. Oh, Richelle. Hallo, willkommen bei den Verrückten. Ich will mal gucken, wie viele Kinder Hermine inzwischen schon hat. Mann, wir haben sie groß werden sehen. Ha. So, Hatticus und Madony. Hatten die nicht schon eine eigene Familie mit Kindern oder sowas? Egal. Farmer und Förster. Passt doch ganz gut. Haben aber noch mehr Leute, die sich quasi, versteht ihr? Damit beschäftigen und so. Machen wir noch ein zweites Haus. Das sollten wir gerade noch so schaffen mit Essen und... Weil die schleppen ja alle wie verrückt Essen sofort in ihre Häuser. Ohne Rücksicht auf ihre Nachbarn. Sekunde. Sonst wird das wieder nicht.
Oh, Merchandise arrived at the Trading Post. Was kann man dann kaufen bei dir? Kühe kann man kaufen. Die kosten 800. Er will aber auch keine Bohnen haben, sondern er würde gerne... Das können wir uns nicht leisten. Wir haben nicht genügend Iron Tools dafür. Ich bräuchte noch mehr und wir bräuchten ja auch 2 Kühe. Das geht ja nicht. Beans will er nicht. Also Beans haben wir sowieso, weil es ist ja unser Essen, unser einziges Essen, was wir gerade noch übrig haben. Wir haben hier nur... Stimmt ja, wir haben ja nicht mehr so viel. Sekunde. Wir haben noch 50 Tools hier, das ist okay. Beans haben wir 363 da drin. Iron Tools könnten wir ein paar mehr vielleicht hier noch reinpacken. Das wäre es dann aber auch schon. Herbs will der gar nicht haben. Vielleicht noch ein Coat. Dann könnten wir wenigstens unser Leder wieder weiterverarbeiten. Mal gucken, wie lange der da bleibt. Ich bin ja mal gespannt. Vielleicht, naja, das wird nie reichen für 2 Kühe. Eine Kuh stirbt uns weg, ehe wir eine zweite uns kaufen können. Schade! Schade, da habe ich einfach nicht genügend. Schade, dass er die Bohnen nicht will, aber die sind auch nichts wert für ihn. Also, bei manchen sind die total viel wert, ne? So. So sind die Codes da noch nicht drin. Codes, Trade. Ja, jetzt sind sie da. Oh, die bringen 15. Das ist ja schon mal wesentlich mehr. Wir können immerhin eine könnten wir uns kaufen. Wenn wir von den Codes, wenn wir alle unsere Codes hergeben würden. Das können wir uns aber nicht leisten. Das geht leider einfach nicht. Das geht leider einfach nicht. Mal gucken, vielleicht kommen wir in der Zeit noch ein bisschen mehr produzieren. Ja, wir haben gerade kein Leder. Ich weiß doch, du produzierst 25 pro Saison. Ich habe jetzt so viel verkauft. Ich weiß, ich bin ein böser Mensch. So, wir brauchen noch einen Stein. Kann hier unten mal gearbeitet werden? So, Firelock ist voll. Kannst ruhig mehr Feuerholz produzieren. Habe ich kein Problem mit. Ich befürchte, wir werden jetzt sowieso bald mehr brauchen. So, der letzte Stein könnte theoretisch... Jetzt haben wir einen Stein. Ein Stein, meine Damen und Herren. Ein Stein, der letzte Stein, meine Damen und Herren. Der letzte Stein ist... Komm schon. Hier, kommt da. Ja, nein, kommt da. Hier, da. Hier hin. Wir verbrauchen die Steine überhaupt gerade. Das ist doch nur das Haus hier. Sag ich doch. So, dann brauchen wir jetzt wieder einen Builder mehr. Und dann wird das Haus hier hoffentlich auch aufgebaut. Und danach könnte der Weg da removed werden. Oh, schon, es ist später Herbst. Das ging aber schnell. Habe ich irgendwie gar nicht so mitgekriegt. Ja, auf unseren Feldern, die spawnen leider so ein bisschen die Essensvorräte, weil wir haben nicht genügend Leute. Aber 700, fast 800. Okay, hier ist halt noch nichts. Wie viel hat das hier gebracht? Ich komme auch mehr als letztes Jahr. Das können wir uns schon mal leisten. So, das Haus wird hier fertiggestellt. Ja, und der Händler. Ich habe leider nichts. Ich könnte noch mal Iron Tools. Noch ein paar mehr. Bringt nicht so viel. Schade. Einfach schade. Ich hätte mich gefreut. So, hier unten wird weiter noch abgefällt. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal weiter ein bisschen Kahlschlag machen. Und zwar hier in die Richtung. Ja, komm, muss mal so. Hier so ein bisschen partiell. Nicht alles komplett immer so gleich wegschlagen. Weil die Farmer haben jetzt ja wieder Zeit für uns, Ressourcen zu sammeln. Und wenn das sowieso hier unsere Stadt wird, dann muss das ja sowieso alles kahlschlagig mäßig weg. Brauchen wir auch noch mehr Steine. Gut, dann ist der Steinbruch auch mal wieder freigegeben. So kommen wir wenigstens an Iron. Und wir kommen wenigstens an Kohle. Kohle würde natürlich dann... Das würde natürlich dann vielleicht auch unser Feuerholz ersetzen, ne? So, die holen sich jetzt hier auch übrigens gerade alle schön Feuerholz. Da schwindet wieder alles, was wir so hatten.
Ja, wir haben nicht mehr viel Feuerholz, ich weiß. Cool. Jetzt kann ein Bilder kann sich hier dran setzen, die arme Sau. Komm, dann machen wir das mal so. Dann stellen wir jetzt mal drei Bilder ein, die sich dann darum kümmern. Ist ja hier wie im Bilderbuch. Wo waren das hier? Increase Priority. Da ist auf jeden Fall höchste Priorität. Jetzt kann ich wirklich auch mal wieder anfangen vorzuspulen. Ja. So schade, die Kühe wären toll gewesen. Naja, gut. Wir haben inzwischen ganz gut was im Band. Was haben wir jetzt? Child Names Awesome, Malivra und Vestani was born. Okay. Hatikus und Melanie haben auf jeden Fall gleich schon mal ein Kind gekriegt. Das ist ja was, ne? Hier wird fleißig removed. Hier drüben wird er wahrscheinlich auch gleich fleißig removed. Und das hier ist schon bei 65%. Ja, Mensch, wer arbeitet denn da so fleißig mit? Das ist Lavonie. Lavonie kennen wir auch schon, aber ihres Geld. Unsere Kleidung ist nicht sehr warm, deswegen hätte ich lieber Schafe als Kühe. Schafe wären mir echt lieber. Wobei, kriegen die denn Milch von Kühen? Das ist auch nicht so gesund. Wo gehst du denn hin, damit es dir warm ist? Von wegen, die geht irgendwo hin, wo es warm ist. Wahrscheinlich erfrieren die mir hier auf dem Weg irgendwie nach Hause oder so. Ganz schön weite Fußmärsche, die unsere kleinen Damen und Herren hier hinter sich bringen müssen. Bis jetzt ist uns immerhin noch niemand gestorben. Bis jetzt. Apropos gestorben. Ein Friedhof wäre ja eine Idee, ne? Ich meine, hier ist ein ziemlich großer Friedhof. 45 Steine. Wäre aber für später halt ganz nett. Können es ja mal ganz langsam angehen mit den Steinen. Wobei ein Steinbruch wäre lohnender. Erstmal ein Steinbruch, um an Steine zu kommen. Aber für einen Steinbruch brauchen wir Steine, um einen Steinbruch zu bauen. Um einen Steinbruch zu bauen, brauchen wir gar nicht so viele Steine. Das könnte man... ja... Irgendwo, wo es schön ist. Eigentlich wollte ich es nicht irgendwo haben, wo es schön ist. Sieht dann schrecklich aus, wenn man das hier irgendwo hinstellt. Ich finde, die Steinbrüche sind so unhübsch. Ach komm, passt schon. Da muss der hin, der muss gebaut werden, gut ist. Basta. Oh, achso, ja, später Winter. Die Bilder sind ja jetzt hier fast fertig. Jetzt erstmal nur einer wieder mitarbeiten. Wir brauchen jetzt wieder die Farmer. Könnte man nur im Winter wirklich arbeiten, ne? Damit, weil wir Essen brauchen. Das ist unglaublich. Die arme Sau muss jetzt ganz alleine das hier fertig machen. Oh, unser letzter Bilder, ey. Schon wieder alles eingeplant habe hier. Unglaublich. 80%. Okay, wir haben wieder ein paar mehr Steine. Wir haben kein Eisen mehr. Das bedeutet, wir können keine Werkzeuge mehr herstellen. Wir dürfen also mit den Werkzeugen jetzt ein bisschen sparsam umgehen. Bisschen Essen kommt rein. Bisschen Essen geht auch schon gleich wieder raus. Haha. Feuerholz logischerweise auch. Aber Holz haben wir erstmal wieder ganz gut. Ich bin erstmal weggesägt, die Blöde. Früher Frühling. Meine Damen und Herren, Sie dürfen sich um Ihre Felder kümmern. Ja? Dankeschön. Ein Laborer. Elias. Ah, Elias ist erwachsen geworden. Wunderbar, Elias ist erwachsen geworden. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Können wir auch gut gebrauchen als Laborer. Können ja mit der Mine momentan dann auch noch gar nichts anfangen. Das wird alles unglaublich nervig. Und... Oh, die Essensreserven sind niedrig. Ja, ja, ja noch. Ja, ich weiß. Wir sind schon wieder ein paar mehr Leute geworden. Ich weiß immer noch nicht genau, wie viel Essen pro Person. Ja, hier wird erstmal removed, die Blöde. Das können die auch erstmal in Ruhe machen. Sieht immer so hässlich aus, weil es so eckig ist. Ich wünschte, es wäre so ein bisschen individueller. Angepasster halt. Was wird hier eigentlich? Wie sieht's aus? Ja, die letzte Saison war echt ganz gut, was das Essen angeht. Von der Vielseitigkeit her. Da auch. Das Leder war dürftig, aber ging. Die Herbs sind super.
Die Herbs kann man hier normalerweise auch voll super verkaufen. Wie viel Herbie-Herbs haben wir denn eigentlich wieder? 257, wir können hier 100 reinpacken. Hoffentlich will der nächste, mal als Child im Denner was bauen. Okay, cool. 200 packen wir einfach mal rein. Ich hoffe, der nächste will hoffentlich auch Herbs kaufen, weil die bringen eigentlich recht viel. Also zumindest hatte ich jetzt immer die Erfahrung. Gucken wir mal. Ja, ich weiß, du hast ja niemanden, der für dich arbeitet. Child has become student. Lesson has become student. Ich bin eigentlich auch an dem Limit angelangt, wo ich schon wieder ein Haus bauen müsste, weil die alle alt genug sind. Na, alles, was Studenten wird, eigentlich braucht man dann immer, muss man sofort ein neues Haus anlegen. Aber das ist gar nicht so einfach. Die Priorität lege ich jetzt mal hier auf das Haus wieder. Das ist alles gar nicht so einfach, wie es aussieht. Denn ein paar Personen und ein paar Babys mehr heißt gleich wieder mehr Mampf, Mampf und mehr Feu, Feu. Ne? Ach, du liebes Bisschen. Ja, 5 bräuchten wir aktuell, 1 haben wir nur. 11 bräuchten wir, 8 haben wir aktuell. 4 bräuchten wir, haben nur 2. 4 bräuchten wir nur 3. Ich wünschte, wir könnten quasi erstmal, ohne dass wir was Neues bauen, die Dorfbewohner einfach increasen. Also mehr Leute, die arbeiten. Weil vor allen Dingen, wir könnten bei den Farmern auch einfach mehr Profit einfahren, was dann wieder zu mehr Essen führt, sodass auch alle Leute satt werden würden. Ja, mal gespannt. Okay, fahren wir wieder fort. Mal wieder ein bisschen vor. Gucken, ob das... Ja, das wird jetzt als erstes fertig gemacht. Das ist ja auch nicht so das Problem. Ja, Stein kommt ja wieder rein. Jammer nicht. Child namens Briano was born. Okay, jetzt geht's aber gut los hier mit dem Kinderkriegen. Was sieht das schon? Die haben Anson geboren. Okay. Er ist erstmal pausiert, weil da muss ich erstmal in Steine kommen. Den holen wir uns dann daraus. Da brauchen wir Iron für 40 Iron. Das bedeutet, bevor wir den Steinbruch halt quasi nutzen können, ne, müssen wir erstmal dort Iron holen. Gut. Ich stoppe das gerade mal hier, weil 53 von 55 ist okay. Na gut, dann werden wir mal schauen, dass wir mehr Leute in die Stadt kriegen, indem wir ihnen einfach sagen, wie man sich warm hält untereinander. Ne?